Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Meinert und ich habe im September 2018 das Buch Homo Punk History im Ventil Verlag veröffentlicht. Darin beschreibe ich den Einfluss und das Wirken von Lesben, Schwulen, Bi, Trans, Intersexuellen und queeren Menschen in der Punk- und Hardcore-Szene von den späten 60ern bis in die jüngere Vergangenheit. Ich habe mich nun entschieden, einen Vortrag, den ich in dieser und ähnlicher Form in den letzten 2 Jahren ungefähr, ca. 30 Mal in ganz Deutschland und auch in Österreich gehalten habe, einmal aufzunehmen und online zu stellen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß damit. Links zu den erwähnten Songs und vielleicht was sonst noch so relevant ist, findet ihr unter dem Video. Das Buch ist auch nach wie vor bestellbar. Wenn ihr nach diesem Vortrag vielleicht Interesse daran habt, bekommt ihr es am besten direkt über den Online-Shop des Ventilverlages portofrei. Den Link findet ihr unter dem Video in der Bio und bei Ventil findet ihr auch noch ganz viele andere tolle Bücher aus dem Bereich Pop und Subkultur, zum Beispiel vieles von Martin Büsser oder These Girls, ganz neuer, interessanter Sammelband, aber auch zum Beispiel A Global Mess von Diana Ringelsieb und Felix Bunschuh über die Punk- und Hardcore-Szene in Südostasien, die Autobiografie bzw. Autonomographie Nichts bleibt von Jörg Quetschenpower oder auch Factually von Jan-Niklas Jäger. Das ist ein tolles kleines Buch über die Pet Shop Boys. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass das hier verwendete Material, also die Bilder, Videos und Musikausschnitte, im Sinne des Urheberrechts Zitate darstellen. Zusammengefasst darf nach gängiger Rechtsauffassung in der Regel fremdes Material verwendet werden, wenn man es in einem eigenen Werk, also in diesem Fall einen Vortrag, als Zitat nutzt. Ich habe am Ende des Videos nach bestem Wissen und Gewissen alle hier verwendeten Quellen aufgeführt. Einige ließen sich leider nicht mehr ermitteln. Ich möchte nun mit dem eigentlichen Vortrag beginnen. Entgegen der immer noch häufig vertretenen Meinung entstand Punk nicht mit dem Auftauchen der Sex Pistols Mitte der 70er Jahre in London. Heute stimmen viele darin überein, dass Punk zumindest seine Vorläufer ab den späten 60er Jahren in den USA hatte. Namentlich zu nennen wären da die MC5 aus Detroit, die der linksradikalen Szene entstammten. Ihr Manager John Sinclair war Begründer der sogenannten White Panther Party. Nach persönlicher Meinung des Autors haben die MC5 mit Kick Out the Jams den ersten Punk-Song aller Zeiten gemacht. Da können wir mal kurz reinhören. Kick Out the Jams, Motherfucker! Ebenfalls aus Detroit stammen The Stooges, die später Iggy and the Stooges hießen und sowohl mit dem harten Garage-Sound als auch mit der selbstzerstörerischen Performance von Frontmann Iggy Pop, der sich zum Beispiel gerne mal auf der Bühne in Scherben wälzte, damit viel vom späteren Punk vorweggenommen haben. Auch hier habe ich mein Klavier. Now we're gonna be face to face. Zu guter Letzt The Velvet Underground, nicht aus Detroit, sondern aus New York und dort aus dem Umfeld des schwulen Pop-Art-Künstlers Andy Warhol stammend. Auch hier ein kleines Hörbeispiel. Man hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass die Velvet Underground doch deutlich anders klang als die Stooges und die MC5. Das Lied ist deutlich melodiöser, langsamer und es werden gänzlich andere Instrumente, wie zum Beispiel eine Bratsche, eingesetzt. Vielleicht ist einem nicht umgehend klar, warum ausgerechnet die Velvet Underground später für Punk so wichtig waren. Der Einfluss liegt besonders in ihren Texten. The Velvet Underground besang in einer damals überraschenden Deutlichkeit Themen wie Drogen, Prostitution, Sadomasochismus und vor allem andere Geschlechterrollen. So waren The Velvet Underground die erste Band, die 1969 mit Candy Says ein Lied über eine Transgender-Person, in diesem Fall Warhol-Superstar Candy Darling, sangen, wie hier in dem Bild zu sehen waren.
Viele der Texte von The Velvet Underground stammen aus der Feder von Lou Reed, der nicht nur einer der ersten wichtigen Punk-Vordenker war, sondern auch der erste bisexuelle Rockstar. Reed wurde 1942 in New York in eine bürgerliche Familie hineingeboren. Als er in seiner Pubertät erste Anzeichen dafür zeigte, dass er schwul werden könnte, unterzogen ihm seine Eltern in der Hoffnung, ihn zu heilen, einer Elektroschockbehandlung, wie das wohl damals so liebende Eltern machten. Das lief wohl so ab, dass man ihm Bilder von nackten Männern gezeigt hat und immer, wenn er eine Erektion bekam, einen ziemlich starken Stromstoß gleich mit verabreicht bekam. Eine ziemlich grausame Behandlung, aber 1959 durchaus üblich. Selbst die Präsidentin-Gattin Jackie Kennedy soll mit Elektroschocks ihre Depression behandelt haben wollen. Die sogenannte Therapie war aber nicht sonderlich erfolgreich. Lou Reed hatte immer wieder homosexuelle Kontakte, ging in schwulen Bars und machte sich auch an Männer ran. Seine langjährigen Beziehungen führte er allerdings fast ausschließlich mit Cis-Frauen, die er übrigens ziemlich schlecht behandelt hat. Nur Ende der 70er Jahre hatte er eine Beziehung mit einer transidenten Person namens Rachel. Als Solomusiker hatte er verstärkt queere Inhalte. In Take a Walk on the Wild Side, was wahrscheinlich viele kennen, besingt er ausschließlich schwule und transsexuelle Warhol-Superstars. Holly Woodland, Candy Darling erneut, Joe D'Alessandro, Joseph Campbell, genannt Sugar Plum Fairy und Jackie Curtis. Weniger bekannt ist ein Lied namens Make Up, wo er mit der Textzeile We're coming out, out of our closets, out on the street, ein Slogan der gerade aufkommenden Gay Liberation Front vertont hat. Trotzdem war er jetzt nicht unbedingt ein Botschafter für die Schwulen- und Lesbenbewegung. Seine queeren Anklänge hatten auch immer etwas Negatives, Verruchtes und er hat sich auch nie wirklich geoutet. Als Reed 1974 in einer Pressekonferenz mal gefragt wurde, ob er denn schwul oder ein Transvestit war, Zitat, sagte er ausweichend, manchmal. Ein Freund von Lou Reed war unter anderem David Bowie. Der wiederum hat sich geoutet. 1972 hat er dem Melody Maker erzählt, I am gay. Mutmaßlich war das eher Promo für sein neues Album, denn Bowie war zu dieser Zeit bereits mit seiner ersten Frau Angela verheiratet und hatte auch ein Kind. Aber der Satz war trotzdem besonders für schwule Männer wichtig, weil er Türen öffnete. Auch Bowie bewegte sich in einem sehr queeren New York der 70er Jahre, das einen Einfluss auf Punk hatte. Seine Rolle in der Popkultur ist unbestritten, auch wenn er für Punk nur am Rande wichtig war. Durch seine Androgynität und seine Pionierrolle in der Glam-Musik, die Geschlechterrollen offensiv und wie niemals zuvor in der Musikbranche in Frage stellte, hat er aber viele Türen geöffnet. Es wurde jetzt auf einmal ein bisschen schick, schwul zu sein. Mehr mit Punk zu tun als Bowie hatten auf jeden Fall die New York Dolls, die für mich so eine Art Bindeglied zwischen Glam und Punk darstellen. Musikalisch waren sie eher von den Rolling Stones beeinflusst, haben also im Gegensatz zu den meisten Glam-Musikern eher harte und einfache Rockmusik gespielt. Die Band bestand von Ende 1971 bis 1975 und brachte zwei Alben raus, die aber kommerziell nicht sonderlich erfolgreich waren. Dennoch waren sie zumindest innerhalb New York eine Art Geheimtipp, obwohl sie sich nicht so im Rest des Landes exportieren ließen. Übrigens waren die New York Dolls alle heterosexuell und haben auch ziemlich viel weiblichen Groupies nachgestiegen. Auch wird es immer gerne mal falsch dargestellt, dass sie in Kleidern auftreten, also so eine Art Drag-Gruppe waren. Tatsächlich taten sie das faktisch sehr selten. Sie trugen zwar Frauenblusen und Make-up, aber meistens Hosen. Die New York Dolls wurden übrigens gegen Ende der Karriere von einem gewissen Malcolm McLaren gemanagt, der später die Sex Pistols im Wesentlichen voranbrachte. Der hatte dann 1975 die Idee, sie alle in rote Lederanzüge zu stecken und vor einer Sowjetfahne spielen zu lassen. Wenig überraschend hat der Wechsel von einem Feindbild, in Klammern schwul, ins andere, Kommunismus, in den 70er Jahren in den USA nicht wirklich funktioniert und die Band war damit auch recht schnell Geschichte. Eine andere sehr wichtige Person in New York der 70er Jahre war Jane County. Sie gilt als die erste transidente Rocksängerin. Eigentlich kam Jane aus einem winzigen Kaff in der Nähe von Atlanta, Georgia, aber dann verschlug es sie in den späten 60ern nach New York. Und eigentlich wollte sie in die Hippie-Metropole San Francisco, nahm aber den falschen Bus und landete in New York. Sie spielte zunächst in diversen Andy Warhol-Theaterstücken mit und war dann auch DJ im Max Kansas City, einem wichtigen Treffpunkt der New Yorker Pre-Punk-Szene neben dem CBGBs. Bald machte sie mit diversen Bands selbst Musik. Die bekanntesten waren die Electric Chairs, die übrigens davor The Backstreet Boys hießen, kein Scherz. Sie hatten einen kleinen Frühpunk-Hit mit If You Don't Wanna Fuck Me, Baby, Baby, Fuck Off.
Dass jetzt aber auch in New York nicht alles so total offen und queer war, zeigt ein berühmt gewordener Konflikt zwischen Jane County und Handsome Dick Manitoba, Sänger der Band The Dictators, die ebenfalls eine wichtige Pre-Punk-Band waren. Dick Manitoba hatte das zweifelhafte Hobby, Glam-Musiker während ihrer Auftritte als Schwuchteln zu bezeichnen oder Frauen wie Debbie Harry von Blondie als Schlampe. Auffallend wurde Handsome Dick Manitoba auch im Mai 1976 beim Auftritt von Jane County im CBGBs. Laut Jane County waren die Originalworte, die er während des Auftritts schrie, queer, queer, ja, yeah, fucking drag queen. Die Bezeichnung queer galt damals noch als Beleidigung. Jane pöbelte zurück und nannte ihn fettes Schwein. Irgendwann ging Dick auf die Bühne. Nach seinen Angaben wollte er lediglich auf die Toilette und musste dafür über die Bühne laufen. Jane jedoch empfand dies als direkte Bedrohung und schlug ihn mit dem Mikrofonständer. Dadurch brach bei Handsome Dick Manitoba das Schlüsselbein. Den anschließenden Kampf gewann schließlich Jane County und der blutüberströmte Diktatorsänger musste hinausgetragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Ironischerweise spielte die Band währenddessen den Song Rock'n'Roll Resurrection, in dem die Textzeile Wash Me in the Blood of Rock'n'Roll vorkommt. Jane County wurde von Dick erfolgreich verklagt und musste seine Krankenhausrechnung begleichen. Dadurch kam es zu einem großen Akt der Solidarität in der New Yorker Szene. Die Kosten wurden bei einem Solidaritätskonzert im wiedereröffneten Max Kansas City eingespielt. Daraufhin spielte fast das gesamte Who is Who der Szene für Jane County und bezog damit auch Stellung gegen Transphobie. Blondie, die Ramones, allerdings ohne Johnny, da der mit Handsome Dick Manitoba befreundet war, Divine, Jackie Curtis, Holly Woodlum, die New York Dolls, Mink DeVille, die Talking Heads und Richard Hell. Syl Silvan von den New York Dolls soll auf der Bühne gesagt haben, ab jetzt wird es einige Zeit dauern, bis man Jane County eine Schwuchtel nennt. Heute sind Jane County und Handsome Dick Manitoba übrigens gute Freunde. Jane County arbeitet auch gelegentlich als DJ in der Bar von Handsome Dick Manitoba und sie haben auch schon zusammen Musik gemacht. Tatsächlich änderte sich ab Mitte der 70er Jahre das Klima in New York. Dafür standen nicht nur die Dictators, sondern auch eine wesentlich bekanntere Band, die Ramones. Sie hatten für damals Verhältnisse sehr kurze und schnelle Rocksongs. Mit ihrem eher rockerhaften Auftreten hatten sie wenig mit Glam zu tun und ihre Texte waren doch deutlich heterosexueller, zum Beispiel Hey Little Girl, I Wanna Be Your Boyfriend. Man kann sich das heute vielleicht schwer vorstellen, aber solche Texte waren damals in der New Yorker Szene nicht unbedingt üblich. Aber selbst die Ramones hatten das ein oder andere queere Element. Ihr erster Manager ist schwul und heißt Danny Fields. Fields ist einer der wichtigsten Figuren der US-Punk-Szene. Er verschachte den MC5 und den Stooges ihre ersten Plattenverträge und hatte eben wesentlich am Erfolg der Ramones beigetragen. Er hatte mit den Doors zusammengearbeitet, mit Musikern wie Alice Cooper und noch einigen anderen. Er hat sogar die Karriere der Beatles beendet, aber das ist eine andere Geschichte. Die New York Times schrieb einmal, ohne Danny Fields hätte es Punk nie gegeben. Die Ramones wiederum widmeten ihm das Lied Danny Says. Auch Arturo Vega, der Schaffer des berühmten legendären Ramones-Logos, war schwul. Nicht schwul, aber ein interessantes Detail hat Bassist Didi Ramone in seiner Vita. Der hat sich zumindest zeitweise Mitte der 70er Jahre für Männer prostituiert. Damit ist er sogar recht offen umgegangen. Auf dem ersten Album der Ramones findet sich sogar ein Lied darüber namens 53rd and 3rd. Die Zahlen beschreiben die Straßenecke, die damals in Manhattan für die schwule Prostitution bekannt war. Als Didi Ramone einmal zum Hintergrund des Liedes befragt wurde, sagte er, alles was ich schreibe ist autobiografisch und aus dem Leben begriffen, anders könnte ich gar nicht schreiben. Ich möchte nun einen Sprung machen und nach London kommen. Auch dort ging Punk nicht erst mit den Sex Pistols los. London hatte eine große und alte Vorgeschichte an Subkulturen, die auch später alle in den britischen Punk einflossen. Zunächst erschien Mitte der 50er Jahre die Tets auf der Bildfläche. Die Tets als Jugendliche der Arbeiterklasse adaptierten einen königlichen Look, um sich von anderen jungen Menschen aus ihrem Milieu abzuheben. Als dieser Stil auf den Markt gebracht wurde, dachten die Schneider dieser Mode zunächst erst an ein schwules Publikum und an die aristokratische Gesellschaft als Käufer. Politisch waren die Tets eher konservativ, einige beteiligten sich auch an rassistischen Übergriffen. Ähnlich modeorientiert waren die Mods, die Kurzform für Modernist. Sie tauchten kurz nach den Tets im Stadtbild auf und wurden zur Subkultur des Swinging Londons der 60er Jahre. Von den Tets unterschied sie, dass sie in ihrer Zusammensetzung deutlich heterogener waren. Es waren sowohl Angestellte als auch Arbeiterjugendliche dabei. Sie fuhren Scooter und hörten Musik von The Who und den Rolling Stones. Zu guter Letzt erschienen etwa Mitte der 60er Jahre die Skins oder auch Skinheads. Sie entstanden aus einer Abspaltung der Mod-Szene, genauer gesagt von den Hard-Mods, die mit Modekultur und Feingeist ihrer Szenegenossen nicht so viel anfangen konnten.
Dementsprechend war die Kultur der ersten Skins sehr traditionsorientiert. Ihre Kleidung war pragmatisch und an Arbeiteroutfits angelehnt. Stiefel, Jeans und dazu Ben Sherman-Hemden, außerdem sehr kurze Haare. In ihrer Einstellung gehörte eine Überidentifikation und Glorifizierung mit den Arbeitern dazu. Freizeitgestaltung bestand aus dem Besuch von Fußballspielen und dem Hören von Reggae und Ska. Trotz ihrer schwarzen Wurzeln gehörten zu ihren Abgrenzungsritualen auch das Verprügeln durchaus von Migrantinnen und Migranten, bevorzugt Pakistanis oder asiatische Jugendliche, aber auch Studenten, Hippies oder auch Leute, die als schwul angesehen wurden, also alles, was nicht mit der britischen Arbeiterklasse assoziiert wurde, hatte für sie in ihrer kleinen Welt keinen Platz. All diese Subkulturen waren deutlich heteronormativer und weniger offen für Experimente, was sich dann auch später im britischen Punk widerspiegeln sollte. Hinzu kam, musikalisch war der britische Punk eher im sogenannten Pubrock verankert. Und auch Pubs waren durchaus Bollwerke der Heterosexualität. Es gab allerdings auch in der frühen Punkkultur Kids, die das anders sahen. Und sie waren viel auf der Einkaufsstraße der Kings Road unterwegs und trugen dann exklusivere Mode. Mit dieser Mode waren sie auch in den gängigen Pubs nicht unbedingt akzeptiert. Viele von ihnen gingen dementsprechend in Lesben, Schwulen und Transbars wie das Sombreros, das Louise, den Masquerade Club oder auch das Schwagamaras, aus dem später der legendäre Punkladen Roxys wurde. Die schwul-lesbische Szene hatte für die Frühpunker gegenüber der Pubs zwei wesentliche Vorteile. Man bekam dort nicht wegen seines Äußeren oder anderen Gründen auf die Fresse und die Clubs spielten Musik wie Glamrock oder auch frühe Disco-Musik, die nicht in den Pubs lief und für viele der Kids damals interessanter war. Susie Suix, das sogenannte Bromley-Contingent, Billy Idol, Mitglieder von The Clash oder auch Charlie Harper von den UK Subs waren neben den Sex Pistols häufige Besucher dieser queeren Läden. Der bisexuelle Buzzcocks-Sänger Pete Shelley hat sogar einmal in Manchester in einer schwulen Kneipe namens Ranch gearbeitet und in Liverpool war im sogenannten Beerspo der Anlaufpunkt für die Punks der lokalen Szene. Tatsächlich wurde es auch mit dem Durchbruch der Sex Pistols deutlich heterosexueller. Es tauchten eigene Läden auf, man musste nicht mehr in die schwulen Lesben- und Transbars gehen, sondern man konnte direkt in Punkclubs gehen. Die Geschichte der Sex Pistols ist inzwischen, glaube ich, aus allen möglichen Perspektiven erzählt. Deswegen möchte ich nur ein selten genanntes Detail nennen. Selten wird erwähnt, dass kurzzeitig eine transidente Person Mitglied dieser Band war. Steve New, die später Stella Nova hieß, meldete sich auf eine Annonce von Malcolm McLaren für einen Gitarrenspieler, der laut Bedingungen nicht schlechter aussehen sollte als Johnny Thunders. Die Sex Pistols standen kurz vor ihrem Durchbruch, aber Steve Jones, der Gitarrist, drohte die Band zu verlassen und Malcolm suchte schon einmal einen Ersatz. Bei den Pistols war Stella nur ein paar Wochen am Ende des Jahres 1975. Warum sie die Band schließlich verließ, da gehen die Meinungen auseinander. Einige behaupten, dass sie überflüssig war, da Steve Jones dann doch zur Band zurückkam. Andere Quellen zufolge weigerte sie sich, ihre Haare schneiden zu lassen. Dennoch machte sie ihren Weg in der Rockszene, spielte unter anderem bei Glenn Matlock, das ist jemand anders von den Sex Pistols, The Rich Kids. Dennoch machte sie ihren Weg in der Londoner Rockszene. Sie spielte bei Glenn Matlocks neuer Band The Rich Kids. Weiterhin war sie mit den Vicious White Kids von Sid Vicious unterwegs, mit Iggy Pop, Generation X, Johnny Thunders und Public Image Limited, meist jedoch eher im Hintergrund als Live- oder Studiomusikerin. Erst wenige Jahre vor ihrem Tod im Jahr 2010 hatte Stella endlich den Mut, als Transfrau zu leben. Mich treibt seitdem auch ein bisschen die Spekulation um, wie denn wohl diese ganze Punk-Geschichte weitergelaufen wäre, wenn tatsächlich eine transidente Person bei der wichtigsten Punkband, und das sind die Sex Pistols unbestritten, weitergespielt hätte. Ich springe nun nach Deutschland. In Deutschland war die Szene zunächst eher eine Kopie des englischen Vorbilds. Wir haben hier weder eine große Subkulturtradition, noch haben wir coole Clubs gehabt, wo Punk entstehen konnte. Punk wurde in Deutschland regelrecht von der Insel importiert, und zwar vornehmlich durch auflagenstarke Medien. Der Spiegel zeichnete für die Eltern das Horrorszenario Punk-Kultur aus den Slums hässlich und brutal. Da konnten dann die entsetzten Eltern lesen, warum ihre Kinder sich jetzt Sicherheitsnadeln durchs Ohr stechen. Hier auf dem Cover ist übrigens Jane County zu sehen. Aber ausgerechnet die Bravo brachte relativ häufig neutrale Berichte über Punk, besonders über die Ramones, The Sex Pistols und The Clash, und hat da wahrscheinlich sehr viel für die Verbreitung von Punk in Deutschland beigetragen. Während Zeitschriften an jedem Kiosk zu kaufen waren, war es mit der Musik schon deutlich schwerer. Es gab kaum Plattenläden, wo man Punkrock kaufen konnte,
und die wenigen, meist unbekannten Radiosendungen, in denen Punk gespielt wurde, musste man erstmal kennen. Die ersten Punkbands, die sich in Deutschland gründeten, waren Pack aus München, Big Balls and the Great White Idiots aus Hamburg oder PVC aus Berlin. Sie machten auch dementsprechend musikalisch eher Hardrock oder Krautrock als Punk. Und weil der englische Punk nicht so queer war, den viele von denen imitierten, war es der deutsche schließlich auch nicht unbedingt. Es gab jedoch auch in der Frühphase mindestens zwei Ausnahmen. Zu den frühen Punkbands in Deutschland gehörten die 1977 gegründeten Straßenjungs. Gegründet ist eigentlich etwas zu viel gesagt. Die Idee der beiden Produzenten dahinter war, dass man so etwas wie die deutschen Sex Pistols schaffen könnte. Daher steckte man vier Frankfurter Musiker in ein Punk-Outfit, ließ sie obszöne Texte singen und hatte die Hoffnung, damit einen Skandal ähnlich wie mit den Sex Pistols in London zu entfachen. Inzwischen waren die Deutschen aber durch Oswald Koll und den Schulmädchenreport aufgeklärt genug und ließen sich nicht mehr so schnell davon schockieren. Warum rede ich dann so viel über die Straßenjungs? Weil sie gleichzeitig die erste Punkband und damit fast auch lange Zeit die einzige Punkband waren, die einen schwulen Punk-Song hatten, der im Gegensatz zu den anderen Texten auf dem Album ihres Debüts Dauerlutscher auch deutlich ernsthafter angelegt war. Es war das Lied Ein bisschen Liebe von Mann zu Mann. Da können wir mal kurz reinhören. Neben mir stand ein Alter, der guckte ganz geil. Er fing an zu quatschen und er sagte, sag doch du, das hilft mir, denn ich bin nicht mehr so knackig wie du. Und ich bin auch ein Schwuler und du weißt, ich hab's nicht leicht. Besonders dann, wenn man wie ich die 50 erreicht. Also dieser Song der Straßenjungs beschreibt die Begegnung zweier Männer auf einem öffentlichen Klo, von dem mindestens einer sich dann als schwul outet und die Probleme, die er damit hat, zum Beispiel älter werden, eine Scheinehe führen, seinem Gegenüber erläutert und dann auch Sex gegen Bezahlung anbietet. Ob die sexuellen Annäherungen erfolgreich sind, bleibt ein bisschen offen. Das Lied endet zumindest mit der positiven Aufforderung, mach doch Liebe mit wem du willst. Ich komme endlich mal auf lesbischen Content zu sprechen. Den ersten lesbischen Punk-Song hat niemand Geringeres als Nina Hagen zu verantworten. Der befindet sich auf ihrer Platte Nina Hagen Band aus dem Jahr 1978 und heißt Auf dem Bahnhof Zoo. Darum geht es schon wieder auf einer Toilette um eine Zufallsbegegnung zwischen ihr und einer jungen Punkerin, in die sie sich verliebt und am Ende küssen sie sich. Auch da können wir mal ganz kurz reinhören. Die darin beschriebene Person ist tatsächlich real. Es handelt sich um Ari Up, die Sängerin der Slits, einer Band, die sozusagen als erste rein weiblich besetzte Punkband bekannt wurde und eine gute Freundin von Nina Hagen war. Hier sieht man Ari Up mit Nina Hagen zusammen am Strand. Sie ging mit ihrer Zuneigung zu Ari Up auch recht offensiv um. Bei einem Auftritt im Rockpalast im Jahr 1978 sagte sie zu Beginn des Liedes Folgendes. Ich habe auch eine Freundin. Ja. Die ist 15. Die singt in London in einer Damenkapelle. Die nennen sich The Slits. Und die heißt Ariane. Wie gesagt, 15. Und ich habe mich in sie verknallt. In ihrer letzten Autobiografie in den späten 80ern erzählt die Sängerin übrigens ziemlich offen von lesbischen Beziehungen und es gibt sogar ein ganz eigenes Kapitel darüber in dem Buch. In der letzten Autobiografie von 2010 hingegen kommt das Thema nur in einem kurzen Satz vor. Ich springe wieder zurück über den großen Teich nach Amerika.
Denn da hat sich zwischenzeitlich einiges getan. Punkrock war schon wieder durch, nun machte sich Hardcore als schnelle und aggressivere Spielart breit. Einer der Bands, die prägend waren, waren die Germs aus Los Angeles. Ihr Sänger Darby Crash war schwul und hat sich jedoch nie geoutet. Bereits im Alter von 21 Jahren hat er sich mit einer Überdosis das Leben genommen. Einige seiner Freunde aus der damaligen Zeit, denen er sich gegenüber anvertraut hat, meinten, dass der Druck auf ihn auch aufgrund seiner Sexualität zu groß wurde. Denn die neu aufkommende Hardcore-Szene zog ein anderes Publikum an. Aggressive junge Männer aus den Vororten, die in erster Linie die Sau rauslassen, sich prügeln wollten und nicht selten auch ziemlich homophob waren. In der vorher sehr offenen und queeren Szene in Los Angeles blieben dann die Frauen und die queeren Menschen im Allgemeinen schnell weg. Der Typ im weißen Shirt daneben ist übrigens Pat Smear, der dann später bei Nirvana im Live-Programm gespielt hat und heute bei den Foo Fighters spielt. Aber das jetzt nur mal am Rande. Es gibt zahlreiche Bands, die immer wieder in der Debatte um Homophobie im Hardcore auftauchen. Das sind unter anderem die Bad Brains, hier links im Bild. Besonders Sänger HR, was für Human Rights stand, war für seine homophoben Ausfälle bekannt. Er beantwortete einmal die Frage, wie es denn in San Francisco wäre, mit den Worten gut, aber zu viele Schwuchteln. In Texas lieferte er sich mit drei Bands, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, einen handfesten Streit, nachdem er merkte, dass mehrere Bandmitglieder schwul sind. Vieles begründete die Band damals mit ihrem fanatischen Rastafari-Glauben. Eine andere Band ist die New Yorker Hardcore-Band Cro-Mags. Sie haben auf dem Cover ihrer ersten Platte The Age of Quarrel allen möglichen Übel der Welt in einem Atompilz dargestellt. Drogen, Tierhaltung, Gewalt gegen Frauen und Tiere, Pornografie, aber auch ein schwules Paar. Wenn man über die Homophobie der jungen Hardcore-Szene spricht, darf man Folgendes nicht vergessen. Die frühen 80er waren die Zeit, wo das konservative Rollback der Reagan-Ära einsetzte und sich in den USA wieder mehr auf christliche und familiäre Werte besonnen wurde. Außerdem erwuchs die neue Homophobie durch das Aufkommen von AIDS, was damals noch als Schwulenseuche galt und eine ziemliche Panik auslöste. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber zumindest eine Erklärung. Also in der Hardcore-Szene spiegelte sich vielmehr die Homophobie der Gesamtgesellschaft wider, als dass sie ursächlich von sich aus besonders homophob war. Aber es gab natürlich nicht nur Hass und Homophobie. Besonders in Texas gab es mindestens drei Bands, die teilweise schwule Mitglieder hatten und sich dort offen gegen Homophobie engagierten. Die Big Boys, The Dicks und MDC, was meistens für Millions of Dead Corps steht. Die Big Boys waren ziemlich einflussreich dahingehend, dass sie als erste Band Funkmusik und Punkrock und Hardcore mischten und damit im Wesentlichen die Red Hot Chili Peppers beeinflusst haben. Allerdings war die Band nicht sonderlich tourfreudig und kam selten aus Texas raus, was ihren Bekanntheitsgrad zunächst begrenzte. Sie hatten einen schwulen Sänger, queere Themen hatten sie allerdings nicht im Repertoire. The Dicks mit ihrem Frontmann Gary Floyd waren da schon eine etwas andere Hausnummer. Gary Floyd trat im Fummel auf, die Band spielte offensiv mit Hammer und Sichel und insgesamt hatten sie eine ziemlich exzessive Bühnenshow, bei denen sie mit Mayonnaise und Leber herumschmissen. Sie wiederum hatten queere Themen, aber oft in Form von Andeutungen. Im Lied Saturday Night at the Bookstore geht es ziemlich deutlich um das Thema Cruisen und im Lied Rich Daddy, das kann zumindest doppelt interpretiert werden. Der Daddy kann natürlich der echte Vater sein, aber auch ein älterer schwuler Liebhaber, der jüngere Leute finanziell bezuschusst. Das brachte sie auf das Titelblatt des einflussreichen Fanzines Maximum Rock'n'Roll, das andeutungsvoll titelte The Dicks, a Commie Faggot Band. Zuletzt noch MDC, die ebenfalls zu diesem queeren Dreigestirn gezählt wurden. Im Gegensatz zu den Dicks und den Big Boys sangen sie in ihren Liedern offensiv gegen Homophobie. Die Band gibt's auch heute noch. Dave Dichter, der Sänger, hat sich übrigens erst vor wenigen Jahren als hetero geoutet. Er wurde immer für schwul gehalten, sah aber auch nie wirklich einen Grund, das zu korrigieren, hat es erst vor wenigen Jahren im Interview gesagt, dass er eigentlich gar nicht auf Männer steht. Mit diesen Bands haben dann die Bad Brains im Jahr 1982 getourt und irgendwann fiel den Rastafaris dann halt wie gesagt auf, dass sie da mit mehreren schwulen Männern unterwegs waren. Daraufhin sollen sie komplett ausgerastet sein, haben die anderen Bands homophob beleidigt und sind sofort abgefahren. Die Geschichte wurde dann im schon benannten Maximum Rock'n'Roll auch veröffentlicht und hatten den Bad Brains auch ziemlich die Karriere verhagelt. Die 80er waren also für queere Punks dann nicht mehr so offen wie die frühen 70er. Zwei, die das nicht hinnehmen wollten, waren die beiden Kanadier Bruce LaBruce und GB Jones. Sie starteten gemeinsam das sogenannte Queercore-Movement, sozusagen als Zufluchtsort für queere Punks. GB spielte in der Postpunk-Band Fifth Column und Bruce studierte damals Film. Die beiden hatten gemeint, dass sie weder in der Schwulen- und Lesben-Szene der Stadt akzeptiert wurden, noch in der Punk-Szene. Da starteten sie ihr eigenes Ding. Ihr erstes Lebenszeichen war das Fanzine JD's.
Dass Jadis, das erstmalig 1985 erschien, gilt heute als das erste queere Punk-Fanzine. Insgesamt brachte es das Zine nur auf 8 handkopierte Ausgaben. Inhalt waren neben Nacktbildern meistens von Männern persönliche Erfahrungen oder auch Kritik aus der Szene. Streckenweise war es aber auch einfach Kunst. Trotz der wenigen Ausnahmen war die Wirkung des JDs allerdings immens. Das Heft zog einige Nachahmer an. Circa 3 Jahre später startete der Anarchist Tom Jennings in San Francisco das eher politisch orientierte Homo-Corsin, das nicht mehr so stark auf Kunst ausgerichtet war, sondern eher politische Debattenbeiträge hatte. Wiederum heraussticht das Fernsehen Fertile LaToya Jackson von der intersexuellen Queerpunk-Ikone Vaginal Cream Davis, das eher wie eine Art Klatschmagazin aufgebaut war. Es war das erste Queer-Corsin, welches man landesweit in Musikgeschäften kaufen konnte und hatte daher einen großen Einfluss für die Verbreitung der Szene gehabt. Das hier ist nur eine sehr, sehr kleine Auswahl. Insgesamt gibt es inzwischen hunderte von queeren Punk-Fanzines, die teilweise bis heute erscheinen. Daraus bildete sich selbstverständlich nach und nach eine eigene Szene mit Bands. Interessanterweise kamen hier erst die Fanzines und dann die Bands. Bisher ist es ja eher umgekehrt. Ich habe mal ein paar ganz, ganz wenige Queercore-Platten, die Anfang bis Mitte der 90er herausgekommen sind, hier auf dieser Folie gesammelt. Kurz nach Queercore entwickelte sich eine andere Szene mit einem ganz ähnlichen emanzipatorischen Anspruch, Riot Girl. Ich möchte jetzt hier nicht im Detail die Geschichte dieser Bewegung wiedergeben, aber ganz kurz, 1991 veröffentlichte die ehemalige Stripperin Kathleen Hanna aus Olympia, Washington in ihrem Fernsehen Bikini Kill ein sogenanntes Riot Girl Manifesto. Dabei ging es im Wesentlichen darum, den Sexismus der Punkszene anzuprangern und dafür zu werben, eigene antipatriarchalische, antisexistische und auch antikapitalistische Strukturen zu schaffen. Sie selber spielte dann bei Bikini Kill, die neben Bradmobile wohl die Band waren, die am ehesten mit Riot Girl assoziiert werden. Nebenbei war Riot Girl der Ausgangspunkt für den sogenannten Third Wave Feminism. Man kann auch feststellen, dass die Mehrheit der Riot Girl eigentlich heterosexuell waren. Es gab allerdings auch viele Überschneidungen zur lesbischen Szene, die von Riot Girl positiv aufgenommen wurden. Lesben wie Donna Dresch machten Riot Girl Scene, es gab auch einige musikalische Überschneidungen, wie man zum Beispiel an dem Sampler There's a Dyke in the Pit von Outpunk Records, den wir auf der Folie davor gesehen haben, sehen kann. Im Windschatten von Riot Girl manifestierte sich ein eigenes Genre namens Dykecore. Als Minimaldefinition könnte man vielleicht sagen, dass es Punkrock, der von Lesben gespielt wurde und der auch diese Themen behandelte. Zwei Vertreterinnen waren Team Dresch und Tribe 8, die man hier sieht. Team Dresch, die sich 1993 gründeten, waren musikalisch deutlich mehr im Powerpop verhaftet. Textlich waren die politischen und die Liebeslieder ungefähr ausgeglichen von ihrem Anteil und Team Dresch waren auch sehr darum bemüht, queere und nicht queere Punkfans zusammenzubringen, indem sie beispielsweise auch außerhalb der queeren Safe Spaces aufgetreten sind. Tribe 8 hingegen waren eine andere Hausnummer. Sie setzten deutlich mehr auf Provokation. In ihren Texten sangen sie gegen Sexismus und Lesbenfeindlichkeit, aber durchaus auch gegen die eigene lesbische Szene. Im Text zu Neandertal Dyke singen sie beispielsweise davon, dass sie lieber Sex haben, als sich mit feministischer Theorie auseinanderzusetzen. Dann spiegeln sie einen Konflikt zwischen dem Feminismus der 70er und 80er Jahre und den Riot Girl, die deutlich sexpositiver waren, wider. Das blieb natürlich nicht ohne Gegenwehr. Von vielen Feministinnen wurden Tribe 8 deshalb angefeindet. Ein weiteres rotes Tuch war, dass sie auf der Bühne SM-Performances hatten, was ihnen oft als Gewalt gegen Frauen ausgelegt wurde. Ein wichtiges Element der Show war zum Beispiel, dass Sänger Lynn Breedlove sich quasi während der Show ein Gummidildo umschnallte und sich kastrierte. Was ein bisschen nach Shockrock aussah, hat aber einen deutlichen Hintergrund. Damit wollte man klar demonstrieren, dass man gegen sexualisierte Gewalt wehrhaft war und im Zweifelsfall auch zu harten Mitteln greifen würde. Inwiefern die Dykes vom Riot Girl profitiert haben, ist nicht ganz klar. Lynn Breedlove, der 2005 sein Trans-Coming-Out hatte, zum Beispiel betont, dass es explizit lesbische Punkstrukturen schon vorher gab und die Verbindung zu Riot Girl nicht so eng waren, wie es im Nachhinein dargestellt wurde. Es war eher so eine Art Nebeneinander, laut seiner Sicht. Donna Dresch von Team Dresch sah da deutlichere Überschneidungen, zum Beispiel, wenn Lesben und Nicht-Lesben auf gemeinsamen Riot-Girl-Samplern vertreten waren.
Insgesamt änderte sich in den frühen 90ern das Bild der Rockszene. Grund war der Durchbruch der Grunge-Band Nirvana. Sänger Kurt Cobain war das Gegenteil des taffen, arroganten Macker-Cockrockers wie Axl Rose, der noch die 80er Jahre beherrschte. Beeinflusst wurde Cobain vom politischen Punk und der frühen Riot-Girl-Bewegung und verstand sich als Feminist und war auch strikt gegen Homophobie und Sexismus. Sein bekanntester Spruch, ich bin nicht schwul, aber manchmal wünsche ich, wäre es, um Homophobe anzupissen, ist bei weitem nicht die einzige Aussage in diese Richtung. In den frühen 90ern gab es, angestoßen durch Nirvana, auch ein kleines Punk-Revival. Eine der erfolgreichsten Bands aus dieser damaligen Zeit waren Green Day. Sänger Billy Joe Armstrong outete sich 1994 als bisexuell, was er dann aber später teilweise zurücknahm. Green Day nahm außerdem auf dem Höhepunkt ihrer Popularität die queere Pop-Punk-Band Pansy Division mit auf Tour. Sie hatten eine gewisse Verbundenheit, weil beide auf dem Label Lookout Records waren, bis Green Day an ein Major-Label kam. Green Day fremdelte immer noch etwas mit ihren Fans, die jetzt von MTV kamen und wollten sie ein wenig konfrontieren und dafür eignete sich dann Pansy Division ganz gut. Pansy Division waren damit wohl die erste und bisher einzige Band aus dem Queercore-Kosmos, die mal auf einer Stadiontournee waren. Auch jenseits der USA gab es in Deutschland einen kleinen Punk-Underground, wenn auch einen deutlich kleineren. In Berlin wohl besonders repräsentiert durch das 1990 in der Mainzer Straße besetzte Tuntenhaus. Ein Haus hauptsächlich bewohnt von schwulen Punks. 1997 kam es zu einer Aktion auf dem CSD hier in Berlin aus diesem Umfeld, basierend auf einer Rede des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Landowski. Dieser verglich damals Migrantinnen und Linke mit Ratten. Diese Rede löste großes Entsetzen auch aus, weil die Gleichsetzung von Menschen und Ratten bereits in der nationalsozialistischen Propaganda verwendet wurde. Die Punks aus dem Tuntenhaus fühlten sich angesprochen und reagierten auf ihre Art, indem sie eine riesige Pappratte bauten und damit am Berliner CSD teilnahmen. Außerdem gab es eine riesige Badewanne voll mit Schlamm auf dem Wagen, wo man nach Herzenslust rumwühlen konnte. Das Statement war auch, ja, wir sind dreckig und wir sind stolz darauf. Angeblich, was bestritten wurde, hätten auch andere CSD-Besucherinnen und Besucher voll gemanscht werden sollen. Als dann ein Wagen etwas Schlamm abbekam, reichte es den offiziellen CSD-Veranstalter, denen das eh schon nicht so ganz geheuer war, und sie schlossen unter Zuhilfenahme der Polizei die Punks aus. Die demonstrierten dann einfach weiter spontan in Kreuzberg. Daraus ist dann der etwa 20 Jahre bestehende Alternative oder auch Transgenial oder auch TCSD entstanden, der jährlich über lange Zeit eine Alternative zum sogenannten großen CSD darstellte. Während sich das Bild von Homosexualität im Allgemeinen änderte, tat sich in Deutschland nicht so sonderlich viel. Es gab ein paar wenige Ausnahmen. Als die populäre Band Terrorgruppe 1998 mit Neulich Nacht einen Song über homosexuelle Fantasien aufnahm, waren die Meinungen noch sehr geteilt. Anlass für den Song war das Outing eines Freundes der Band und die daraufhin negativen Reaktionen mitten in Kreuzberg. Auch das Lied löste noch Ende der 90er Jahre negative Reaktionen bei Terrorgruppe-Fans aus. Archie, der Sänger der Band, erzählte mir zum Beispiel, dass er gelegentlich Schwuchtel genannt wurde nach der Veröffentlichung des Liedes und ihm Fans schrieben, dass sie jetzt keine Terrorgruppe-Shirts mehr tragen könnten, weil sie dann für schwul gehalten wurden. Aus der schwulen Szene gab es aber auch einige positive Rückmeldungen. Eine Band, die am offensivsten Homosexualität in den 90ern der Rockszene darstellte, waren Turbo Negro. Das Ganze war durchaus ein bisschen eine Schockrocknummer. Die Band provozierte sowieso ganz gerne. Aber als sie sich dann in den frühen 90ern gründete, war gerade die große Zeit des norwegischen Black Metals, der durch Kirchenanzündungen und Morde von sich reden machte. Turbo Negro überlegten, wie sie noch einen draufsetzen konnten und kamen darauf, sich selber ein schwules Image zu geben. Dann nahmen sie mit dem Album Ass Cobra 1996 ein sehr offensiv schwules Album auf und pflegten dieses Image auch in Interviews. Nun liegt es vielleicht ein bisschen im Auge des Betrachters, ob das jetzt irgendwie homophob war oder nicht. Es gab auch relativ differenzierte Aussagen von der Band. Das war jetzt also alles nicht nur Schauspielerei. Ist sicherlich eine Geschmackssache, wie das beim Empfänger oder bei der Empfängerin ankommt. Ansonsten bin ich nur auf eine einzige Band gestoßen, die man in Deutschland dem Queercore zurechnen könnte. Das waren die Kölner Low-End Models, die bis ca. 2000 existierten und sich musikalisch etwas an Team Trash orientierten, die allerdings auch in der Punk- und Hardcore-Szene nicht unbedingt so rezipiert wurden, wie man zum Beispiel an Reviews aus der damaligen Zeit sieht. Da waren sie ihrer Zeit wahrscheinlich einfach etwas voraus.
Um 2000 herum verließ Queercore zunehmend seine Nische. Eine Band, die sicherlich exemplarisch dafür steht, sind Limpris, die sozusagen den Sprung in die Mehrheitspunk-Szene geschafft haben und bei weitem nicht nur eine queere Hörerschaft bedient haben. Etwas später entstand die Band Gloss mit der transidenten Sängerin Sadie. Gloss waren so die Vorläufer dieser jüngsten Emanzipationsbewegung im Punk und Hardcore. Es gibt inzwischen in den USA eine Szene, die sich Transcore nennt und wo dann zum Beispiel aktuell eine Band wie Trap Girl ziemlich prominent vertreten ist. Man kann wohl nicht verleugnen, dass mittlerweile queerer Punk ein Stück weit im Mainstream angekommen ist. Das möchte ich anhand ein paar Beispiele der jüngeren Vergangenheit festmachen. Da wäre einmal Beth Ditto von der Band Gossip, die sich selbst als Fat Dyke bezeichnet und die Wurzeln in der Riot Girl Szene in Olympia hat und mit ihrer Band kommerziell ziemlich erfolgreich war, heute mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat und bei Germany's Next Topmodel auftrat, aber auch immer sehr bewusst ihre Wurzeln in der Riot- und Queercore-Szene betonte. Laura Jane Grace von Against Me wurde nach ihrem Trans-Coming-Out 2012 und ihrer Autobiografie Tranny zu einer der wichtigsten Ansprech- und Interviewpartnerinnen für Transbelange insgesamt in der Rockszene, was sich auch im größeren Medien jenseits der Punk- und Hardcore-Szene widerspiegelte. Vor einigen Jahren bekam Pussy Riot aus Moskau weltweite Aufmerksamkeit, nachdem sie ihr sogenanntes Punk-Gebet in einer Moskauer Kirche abhielten und daraufhin zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Sie werden zu Recht immer als Feministin dargestellt, was dabei immer etwas hinten runterfällt, ist, dass sie sich allerdings auch immer für LGBTIQ-Belange eingesetzt haben. Eine Person, die man in dieser Reihe vielleicht nicht vermutet, ist Fat Mike von NoFX. Er hatte auch ein Coming-out und zwar 2016 als Crossdresser und zwar mit dem Song I'm a Transvestite Light. Wer die Band kennt, könnte sich denken, dass sowohl der Song als auch das Outfit eine gewisse Form von Ironie und Lächerlichmachung beinhalten könnte. Tatsächlich war es das aber nicht. In dem Lied beschreibt Fat Mike, dass er bereits zu Zeiten der Highschool viel lieber Frauen als Männer Unterwäsche getragen hatte, sich aber 30 Jahre lang nicht getraut hatte, das öffentlich zu machen, aus Angst dafür Repressionen zu erfahren. Erst mit Ende 40 traute er sich das. Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es illustriert, wie sich die Wahrnehmung über die Jahre verändert hat. Noch vor einigen Jahren wäre es heterosexuellen Musikern wie Fat Mike schwer gefallen, zu so etwas wie Crossdressing zu stehen. Dass selbst er, der seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Punkband und ein großes Label hat und selbst gar nicht in einem queeren Kontext da stattfindet, zeigt, wie viel sich da verändert hat. Ich möchte ein letztes Beispiel nennen, ein etwas skurriles. Man sieht den Screenshot der Homepage der Modemarke Gucci, die zu einem sehr stolzen Preis Schuhe mit dem Namen Queercore verkaufen. Die sollen laut dieser Firma tatsächlich inspiriert sein von der Punk-Bewegung, woran auch immer man das festmachen kann. Bruce LaBruce und Jimmy Jones waren damals jedenfalls zumindest nicht begeistert. Jimmy Jones erklärte, dass diese Schuhe mehr kosten würden, als sie selbst im Monat zur Verfügung hatte und distanzierte sich deutlich. Ich finde, hier kann man auch ganz gut illustrieren, dass selbst queerer Punk auch für Vereinnahmung und Kommerzialisierung nicht sicher ist und dass man auch diesen super sinnentstellend kapitalisieren kann. Ich komme zum Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht habe ich euch ja ein bisschen neugierig auf das Thema gemacht und vielleicht habt ihr sogar ein bisschen Interesse an meinem Buch. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund.